Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Judgment, heute am 23. September um 19.48 Uhr. In der letzten Folge haben wir ein wenig mit der Staatsanwaltschaft Redouan Kenouan. Die haben so ein bisschen versucht, uns niederzumachen mental und haben dann noch ein wenig mit unserem Ukuma oder wie der hieß, Freund gesprochen, dem Otaku-Klischee. Da habe ich ein bisschen so drüber geredet, was ich davon halte. Das, so viel kann ich euch zumindest sagen, nachdem ich die Folge nochmal selber überflogen habe, denn ja, es sind jetzt ein paar Tage her. Ich habe die letzten Tage leider so ein bisschen anderes Zeugs aufgenommen und kontrolliert und so weiter. Ist jetzt nicht ganz so schlau, weil das Scheiße, die steht wieder richtig, weil das ja eigentlich das Wichtigste ist, das, was ja auch bald abläuft und so weiter. Aber ja, ich hatte gehofft, ich kriege das alles unter ein Dach. Hat nicht so ganz funktioniert, deswegen ich brauche wahrscheinlich so ein, zwei Minuten, um wieder klarkommen zu können. Ich habe auch leider nicht geschafft, alle Folgen zu bearbeiten. Aber schon so ein bisschen, und es ist leider das passiert, was ich verhindern wollte. Deswegen, ich möchte mich da im Nachhinein für die Tatsache entschuldigen, dass man ab und zu so ein bisschen Pusten gehört hat. Also ihr wisst ja, wenn man das Headset so gewissermaßen an seinem Mund hat, in einem gewissen Winkel, dann kann es sein, dass wenn man dann atmet oder so, man minimal Pustergeräusche hört und so weiter. Das Problem ist, ich habe jetzt hier bei dem neuen Headset noch nicht so wirklich den Winkel herausfinden können. Das Ding ist, wenn ich es zu weit weg habe, dann hört man zwar keine Störgeräusche, aber dann klingt es ein bisschen blechernd. Und beim letzten Mal habe ich halt versucht, dass der Bass rüberkommt, und gleichzeitig hatte ich das dann aber so bescheuert gemacht, dass man ja manchmal mein Atmen gehört hat, mein Pusten. Vielleicht ist euch das aber auch gar nicht aufgefallen, dann ist es an dieser Stelle bescheuert, das zu sagen. Aber ja, das ist so das Ding, ich muss bei meinem Headset erstmal so den genauen Winkel finden. Das hat ja bei meinem alten auch ewig gedauert. Bei meinem alten, ja, da hört man teilweise so unterschiedliche Sachen, also was weiß ich, God of War, dann irgendwas aus dem Jahr 2015 und dann 18. Das war immer dasselbe Headset, aber es klang immer ein wenig anders, weil ich es halt immer anders auf hatte und so weiter. Es ist ein bisschen schwierig, deswegen sorry dafür. Ja, aber ich habe natürlich dann ein bisschen probiert, das also rauszuschneiden oder zu minimieren, damit man das nicht zu krass mitkriegt. Ja. Perfektion, ich werde sie nie erreichen. Oi, Agami. Nan de saki ni Kaito dake kosase tan da? Aits baka no kuse ni erasou de iratsuku nda yo. Sore wa ki ga tsukimasen de. Mattaku. Omae mo soru. Bin mal gespannt, hat er jetzt hier neue Infos für uns? Natürlich lädt er noch mal neu nach. Moment. So, wie gesagt, ich hoffe, es passiert jetzt nicht wieder in den nächsten ein, zwei Folgen, die ich aufnehme. Sakki Mafuyo-kun kara renraku ga atta ze. Iyoiyo saiban ni mukete honkaku shidou da na. Shintani tomo umaku yare yo. Sind wir das? Also, weiß nicht. Wir haben noch nicht so wirklich krasse Beweise gefunden, oder? Etwas, das für ihn spricht. なるほど。どれどれ?その前に。ん?お前ら、役割は脇まえておけよ。特に八神。そっちの仕事はあくまで情報集めだ。 頭使って調査の方針決めるのは俺。え?わかるな?了解。弁護人はあんたら。では、資料を見てもよろしいでしょうか?新谷先生。それでいい。じゃあ、まずは現場の資料だ。12月4日、早朝6時過ぎ、死体発見の110番通報。 Ja, nur ganz kurz noch was. Also der sein Japanisch durch Animes
kennenlernen dürfte. Behaupte jetzt einfach mal eiskalt, dass es nicht immer 1:1 richtig übersetzt ist. Beispielsweise, jetzt habe ich es vergessen. Ne? Also da war vor einigen Folgen so eine Stelle, wo er beispielsweise gesagt hat, Sunimase, was eigentlich Entschuldigung heißt, und unten stand, er wird sein Bestes tun. Und hier war eben auch eine Stelle, die ich jetzt leider schon wieder vergessen habe. なるほど。なるほど。なるほど。なるほど。 Aber ich schreibe es notfalls hin und so. Also, es ist aber nur ein Gefühl, ja. Ich gehe, wie gesagt, von meinem eigenen amateurhaften Wissen aus, das nun mal so. Aber egal. Über den schnellen Suchmodus. Der schnelle Suchmodus kann bei der Untersuchung von Beweisen verwendet werden. In diesem Modus wird eine komplette Ansicht des Beweisstücks auf der linken Seite des Bildschirms angezeigt. Auf der rechten Seite siehst du eine vergrößerte Ansicht der Gegend und einen Cursor. Die Teile, die untersucht werden können, werden auf der rechten Seite in der vergrößerten Ansicht angezeigt. Wenn du auf X drückst, während sich der Cursor über einem bestimmten Bereich befindet, kannst du diesen Bereich näher untersuchen. Untersuche die Beweisstücke gründlich und erfülle alle Vorgaben, um die Untersuchung. Also, mehr, der letzte Punkt sagt es eigentlich schon. Du kannst nicht Scheiße bauen, mach einfach so lange, bis wir zufrieden sind. Von daher, ja, okay, ne? Rechts reingezoomt, links Vollbild. Die Frage ist, ich würde jetzt hier einfach alles abklappern, oder? Oder warte mal, das... Zuerst muss ich die Todesursache herausfinden. Ja, es gibt dann immer so ein Geräusch. Nanda. Ja. Hingaisha wa Kansai Kyōrei Kai no Kumi, Kume Toshiro. Shitappa de tokuni katagaki mo nai. Da würde er sich aber freuen, wenn er das hört. Im Jenseits. Chokusetsu no shiin wa gankyū o tsukisashita kizu da. Ice pick jō no kyōki ga nōu ni made tashita to miraredu.聞いてるだけでしんどくなるな。全くだ。両目は眼球を突き刺した凶器を使ってそのまま引っ張り出されたらしい。構想中の登場会から凶霊界への見せしめと考えるのが自然だ。だからもしハムラの頭が無実だとしても真犯人は十中八九登場会の人間。その真犯人を特定できれば 自然とハムラの無実が証明できる。犯人探し？俺はそこまで手間かける気はねえ。今んとこ一番はやっぱりアリバイの証明だろうな。それさえできりゃハムラは無罪だ。Genau, wir können auch nicht direkt das Spiel beenden. Das ist doch der Hauptmordfall hier, oder? Hier geht es doch in erster Linie ums Alibi. Aber ja, Todesursache, ausgestochene Augen, darauf wäre ich nie gekommen. Aber ja, ich habe auch sowieso die ganze Zeit so überlegt, wieso müssen wir das jetzt eigentlich sehen? Wir haben es doch schon gesehen, aber Tak hat es ja nicht gesehen. Irgendwas stimmt da nicht, wenn der Mord hier stattgefunden haben soll. Wo ist dann das ganze Blut? Naja, abgewischt. Also ich meine, an den Augen ist ja genug dran. Aber klar, das hätte ja dann runterlaufen müssen. Also ja, liegt das schon nah, dass der natürlich woanders umgebracht wurde. Das habe ich ja schon, oder? Drei Augenhöhlen, die Waffe muss lang und spitz gewesen sein wie ein Eispickel. Hatten wir das schon mal jetzt? Ja. So, dann hat er jetzt nochmal so ein bisschen was extra gesagt, alles klar. Ja, was denn jetzt? Irgendwas stimmt da nicht. Tja, könnte man anhand der Klamotten feststellen, wo er vorher war? Da ist was. Oder? Warte mal, was soll ich denn? Irgendwas stimmt da nicht? Ja, ich soll doch jetzt irgendwas noch suchen. Da. Dreck? Ist da eine Münze? Amurの店内がその第一候補だ. Ich wollte gerade sagen, wenn die das doch wissen, dann what the fuck, aber ja. Wenn man da denn da drin im Laden Blut gefunden hat. Ja. Hosen sind auch sauber. Ja, da war doch gerade was da. 近くの居酒屋店員が午前2時頃にゴミを捨てている。
その時まだ異常はなかった。つまりこの死体が捨てられたのは午前2時から発見された6時までの間ってことになる。最後のゴミが捨てられた午前2時まで死体はなかった。つまり死体が捨てられたのは午前2時から通報のあった6時までの間。どこだ？Was noch? Hat es vielleicht in die Hosen gemacht? Nee. 被害者の死体からは財布も携帯も見つかってない。スマホは壊されたんだろう。GPS の位置情報も拾えなかったらしい。犯人は荒っぽく死体を捨てた割に最低限の隠蔽はしている。Hat einfach die Karte rausgenommen. 被害者の死体からは財布も携帯も見つかってない。Das war's. Ja. Amur に行った時、裏のゴミ捨て場ってのは見たか？もう事件の痕跡はねえだろうが、裏口出てすぐのところらしい。まあ、wir haben eine Kammer gefunden, die verletzt war. これが。Da kann ich mich noch erinnern. この目が犯人に持ち去られたってわけか。Oh, hatte er nicht wunderschöne Augen? 検察の見立てはどうなってる？この事件のストーリーは。まず事件の背景として関西の教令会と東条会との抗争がある。これまでにも教令会の極道が2人目をえぐられてきた。今回の件も含めた3件は教令会と敵対する東条会の犯行である可能性が高い。ここまではいいな。いや、wer ist denn so blöd und deponiert es in der Gasse bei dem Laden, an dem man ihn getötet hat? Sorry, aber das ist doch... So dumm kann man doch nicht sein. Vermutlich wurden die Morde im Rahmen eines Bandenkriegs zwischen dem Toji und dem Koya-Clan... nee, das nutzt jemand aus, die Situation, damit ihr genau auf diese Gedanken kommt. Jo, 続けてくれ。じゃあ、ここから先は検察が主張する事件当日の流れだ。Ach, die Staatsanwaltschaft. 12月3日、夜9時過ぎ、神室町のクラブアムール前。松金組若頭、羽村恭平と教令会の久米、村瀬の間で口論が発生。羽村は古文を使ってアムールに久米を拉致。その際、村瀬は久米を残して逃走した。So reden wir nicht mal mit dem. 羽村はアムールで1時間にわたって久米を監禁。Das glaube ich. Das glaube ich. 手下たちに暴行を加えさせた。夜10時、羽村は自分と久米を残して全員を店から帰した。Das glaube ich auch. ここまではアムール店長の証言と防犯カメラの映像とで裏が取れている。この後、検察が言うには、羽村は二人きりになった後、久米にさらなる暴行を加え続けた。そして午前2時から3時ごろ、ついに、久米の眼球に。Hat er sich einfach Zeit gelassen? Erstmal noch einen Drink gegönnt und dachte sich, oh.Ist es denn schon so spät? Wird an der Uhr gedreht? Stechen wir mal ihm die Augen aus, bevor er geht? Oder was? Lächerlich. So blöd kann doch keiner sein. Hätte er ja nach einem Mord, da badet sich's immer gut, ja? Schikashi, sore o urazukeru shōgen ya shōko wa naku, kensatsu wa shinpyōsei ni kakeru to shiteiru. Kume no shitai hakken wa.4日午前6時過ぎ、羽村は事件から1週間後に逮捕された。Eine Woche später。Eine Woche später。Hat man genug Zeit, so ein bisschen Beweise zu vertuschen, ja? 店内から出た被害者の血液反応、そしてアリバイの不成立、一つ一つは有罪の決め手とまでは言えん。それでも検察は十分立証できていると考えてる。所詮はヤクザ同士の殺しだってな。
Schätze, es gibt eine Menge guter Gründe, Hamura zu verdächtigen. Nein! Es sei denn, man geht davon aus, dass er wirklich so geistig behindert ist. ただ、あんたはどう考えてる？実際ハムラが組を殺ったと思うか？新谷先生。ハムラは無関係野郎だが、俺が思うに今回は無実だ。ああいう小ずるいヤクザが死体をその辺に捨てるなんて雑な殺しはしない。Eben. 目を得ぐるとか以前に多分死体も出てこねえ。俺もそう思う。さすがは新谷先生。性格はあれだが弁護士としては超優秀だな。同感です。ええ。まさか今ので褒めたつもりだ。ああ、だからそうすんにしべえ。ああ、だから。どうかしたか。もしハムラが無実なら真犯人は別にいるってことだよな。 事件に白黒つけるならそいつを見つければいい。そんな人で俺らにねえだろ。犯罪者をにはまず組織的な捜査網がいる。つまり国家権限。いや、wir sehen ja, was wir davon haben, der Polizei zu vertrauen. Die Aufgabe eines Anwalts ist es zu verhindern, dass die Schuld seines Mandanten eindeutig bewiesen wird, und da gehört ja meiner Meinung nach genau das dazu, den eigentlichen Täter zu finden, oder nicht? Schätze, es ist nicht nötig, die Wahrheit heraus... Wow, Alter, sag das nicht in meiner Gegenwart. Gut, er hat sich gesagt, er hat so gedacht, fairerweise muss man das ja so sehen. Ja... Ja, das ich, genau da will ich doch schon seit Folgen darauf hinweisen. Über LOL, was sollen wir da schon bereden? Stimmt, es würde nicht zu einem Yakuza-Mitglied passen, wenn Murase einfach den Schwanz eingezogen hätte. Es wäre ganz normal zu versuchen, Kumi zu retten, aber wenn wir Murase befragen wollen, würde das bedeuten... Oi, oi. Wir müssen halt schauen, wo er sich so umtreibt, und dann fangen wir ihn ab, hä? Er hat doch gesagt, verstanden, nicht komm schon. Der hat eiskalt verstanden gesagt. Was habe ich gerade gesagt? Ja. Wagatta. Da weiß doch jeder, was das heißt. Hat er dich auch von der Straße verbannt oder was will er machen? Der kann dich doch nicht von der Weltkarte streichen. Deiner Fallakte, bla bla bla, neue Sachen. Gucken wir mal ganz kurz rein. Da sehen wir... Was sehen wir? Wir sehen natürlich das Mordfoto. Haben wir jetzt schon oft genug gesehen. Ich vor allem durch das Bearbeiten. Und hier, ja, nochmal hier aktualisiert. Als Alibi gab Hamura an, dass er das Opfer gegen Mitternacht habe gehen lassen. Und anschließend in die Sauna. Gut, das, wie gesagt, kennen wir ja alle schon. Von daher würde ich mal sagen, Leute, war's das heute mit Let's Play Judgment. In der nächsten Folge schauen wir mal, dass wir den mal aufsuchen können. Das liegt doch so nah. Ich meine, der hat das ja gesehen, der war Zeuge. Und wer weiß, vielleicht ist er ja, nachdem sie in die Bar gegangen sind, nochmal ans Fenster gucken gehen, tun gegangen. Vielleicht hat er ihn auch abgestochen. Wer weiß, wer weiß, wer weiß. Aber so wie der weggelaufen ist und geschaut hat, ja, der wusste wahrscheinlich nicht ganz so viel. Ne, er wird wahrscheinlich nicht der Mörder sein, aber... Grundsätzlich liegt das doch so nah, den endlich mal auszufragen. Verdammte Scheiße, ey. Ja, machen wir dann in der nächsten Folge. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. See ya.